Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Rainis Nachtgedanken an diesem Montag, dem 15. Juli 2024. Ja, der erste Wochentag neigt sich dem Ende und wir wollen gemeinsam mit Gedanken zur Nachtlese uns in den Abend begleiten lassen und ich freue mich, dass Sie natürlich wieder mit dabei sind. Die Abendlese ist aus dem Johannesevangelium genommen und da gibt es die großen Ego-I-Me-Worte, das heißt auf Deutsch, ich bin. Und wir wissen, dass Jesus an ganz vielen Momenten und Orten gesprochen hat und gesagt hat, ich bin das Licht zum Beispiel. Und heute sind wir bei einem der schönsten Worte mit, ich bin das Brot des Lebens. Amen, Amen, so leitet er diese Worte oder dieses Wort ein. Das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist und da wird an das Manna erinnert und daran erinnert, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um die Lebensgrundlage den Menschen zu schenken. Ich bin das Brot des Lebens. Brot ist für uns Grundnahrungsmittel und viele von uns haben ja schon selbst Brot gebacken und wissen, was das für ein Augenblick ist, wenn man ein frisches Brot brechen kann. Wir wissen, dass wir es brauchen. Ohne Brot, ohne das Grundnahrungsmittel können wir eigentlich gar nicht leben. Und das wird hier auch angesprochen. Und genau diese Position möchte Gott einnehmen und nimmt sie ein und sagt, ich bin der Grund des Lebens. Ich gebe euch alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr werdet nicht mehr Hunger leiden. Es ist erstaunlich, wie dieses Bildwort uns natürlich auch vor Augen stellt, was das Wichtigste im Leben ist. Es sind gar nicht die vielen Dinge, die wir uns durch schwere Arbeit erkämpfen, sondern das Wichtigste im Leben ist eigentlich, dass wir die Verbindung zum Schöpfer haben. Wenn wir diese haben, wird uns das andere alles zufallen. Deshalb spricht Jesus dieses Wort hier und macht darauf aufmerksam, auch in einer Situation, wo wir gar nichts mehr haben, wo das Leben nichts mehr hervorbringt, nämlich da in der Wüste, wo das Manna vom Himmel gefallen ist, da wird Gott dafür sorgen, dass wir ausreichend haben, dass wir weder Hunger noch Durst erleiden müssen. Das ist doch etwas ganz Großartiges und manchmal muss man sich ja fragen, wieso haben die Menschen diesen Halt und diese Zusage einfach so beiseite gewischt und gesagt, wir können es ohne diese Zusage. Wir gestalten unser Leben allein. Wir brauchen auf diesen Schöpfer nicht mehr zu hören. Es ist eigentlich verrückt. Man schneidet sich von der Lebensgrundlage ab. Man begibt sich in die Gefahr, tatsächlich zu verhungern, zu verdursten, und sich in dieser Welt zu verlieren und dann letztlich, wir sehen es ja jetzt im Umfeld, dem Bösen anzuvertrauen und zu meinen, dass das Böse uns in dieser Welt retten kann. Wo das Böse uns hinführt, das sehen wir. Da werden Leute aus dem Weg geräumt, die nicht das Narrativ bedienen. Da werden Leute schikaniert, ausgegrenzt als Verschwörungstheoretiker oder als Antisemiten hingestellt, dass sie gar nicht sind. Es wird diskriminiert und es wird geteilt, nur damit man herrschen kann und letztlich die Menschheit in den Untergang ziehen kann. Wieder zu dieser Lebensgrundlage zu finden, zu dem, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und ich wünsche uns an diesem Abend, dass wir noch viel intensiver mit diesem Wort leben. Und das könnte uns gelingen, wenn wir immer dann, wenn wir Brot teilen oder wenn wir Brot zu uns nehmen, an dieses Wort denken. Nicht umsonst hat er genau dieses Nahrungsmittel ausgesucht, weil er weiß, dass es ja täglich gebraucht wird. Und jetzt denke ich, wenn wir in Zukunft Brot teilen, Brot backen oder Brot zu uns nehmen, dass uns hoffentlich dieses Wort wieder ganz intensiv einfällt und uns bewegt und aufzeigt, wer eigentlich die Grundlage des Lebens stellt. Es ist Gott selbst und mit diesem wunderbaren Bild und mit diesem Gedanken wünsche ich uns allen eine gesegnete Nacht. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort,
Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht befohlen sein, bewahret sein. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend. Schlafen Sie gut und vielleicht begleitet Sie auch dieses Wort in den nächsten Tagen ganz anders. Und ich kann es nur aus der eigenen Erfahrung sagen, wenn ich das frisch gebackene Brot aus meinem Steinofen ziehe, dann muss ich auch immer an ihn, an Gott denken, wie wunderbar er für uns sorgt. Und vielleicht ist es ja für Sie auch möglich, dass Sie in Zukunft auch Ihr Brot ein bisschen mehr bedenken und es vielleicht sogar auch segnen. Ich tue es, bevor ich es in den Ofen schiebe, dass ich jedes Mal das Christusmonogramm in dieses Brot einritze und somit für mich dieses Brot dann einen ganz besonderen Wert hat. Schlafen Sie gut, eine gute Nacht wünscht Ihnen Ihr Reini aus den Nachtgedanken.